einmal wieder schön schnell in der Hand sein. Genau, schnell. Linke Faust bewegen, die Hand bewegen, nicht festziehen. So, der muss lernen, hinten zu tragen. Genau, genau. So, super. Locker machen. Mach dich selber mal groß im Sitz, Jana. Groß, Kopf hoch. Richte mal die Schulterblätter zurück. Mensch, der Papa ist da. Ja, ja, genau. Und da bleibt dran. Und da muss der dieses kleine, schnellere Hinterbein, so wie du das so im Handgalopp schon hinkriegst. Das musst du vor allen Dingen auch im Außengalopp üben. So. So ist gut. Und da das Genick dann locker machen können. Und da musst du so ein bisschen üben können, dass du den so nach links und rechts so ein bisschen locker machen kannst im Hals, dass er sich nicht immer im linken Zügel so auffällt. Genau. So, dann wieder Schulter vor rechts. Gut. 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 Wenn es geht, noch über so einen kleineren Galopp zum Schritt durchparieren. Ne? Also ist so ein bisschen auf Dauer so dahin kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du da schon dran gehen kannst. Ja? Genau, immer wieder. Ann-Kathrin, wen habt ihr noch alles? Okay. Gut. Ja, jetzt ganz genau. Da muss er aufhören. War er nämlich gerade schön vom Vierschlag. Okay, da aufpassen, dass du dich auch mal wieder so dazu zwingst, den locker zu machen in der Hand. Dass er sich nicht festhalten kann in der Hand. So, reit mal ganz viel Außengalopp. Mal gucken, wie er da wird. So, da stell das ab, dass er sich so in die Hand reinhängt. So. Locker machen links, locker mal an den rechten Zügel ranschieben. So, immer wieder locker machen, nicht festhalten. Locker machen, auch wenn er sich aufhängt. Weiter, bewegt das Genick und das Maul. Immer da nochmal versuchen, einen Ticken mehr aufzunehmen, wieder rauszureiten. Aufzunehmen, rauszugleiten. Die ganze Zeit an kleinen Übergängen arbeiten. Auch jetzt in der Ecke, tick ihn an, touchier dich. Aber nicht, um ihn zu hauen und um zu bestrafen, sondern damit er, genau, damit er mal lernt, die Hinterbeine da krumm zu machen. Dann sieht das auch mehr nach Freitakt aus. So, genau. Und wieder aufnehmen und klein galoppieren. Mach dich groß, Jana. Linke Schulter zurück. Linker Ellbogen am Oberkörper. Lockeres Handgelenk links. Zwing dich dazu, nicht festhalten. So, jetzt versuchst du wieder, dass er so ein bisschen am rechten Zügel rangeht. So, mal einmal durch die Diagonale wechseln, mal richtig Mittelgalopp reiten über die Diagonale und dann wieder aufnehmen und hier unten bei uns mal so ein paar Volten versuchen. Kleiner, kleiner, jetzt in der Ecke muss der lernen, kleiner zu galoppieren, versammelter. Durchs Genick, Genick nach oben, komm, mehr, 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 mehr. Flipp mal einmal aus, gib mal einmal Gas, komm, lange Seite, aber mal richtig aus, soll nicht ausflippen. Du darfst mal ausflippen. So. So, und dann wieder gut sein lassen. Jetzt wieder ganz lieb mit ihm umgehen. Locker machen in der Hand, zieh ihn an dem Hinterbein weiter. Geh das, so, genau, genau, genau. Geh ans Hinterbein. Geh auf den Zirkel. Bis du ihn wieder so ein bisschen mehr zusammen hast, ohne dass er zickig wird. So, zieh ihn wieder an dem Hinterbein. So, der muss lernen, sich da zu setzen. Genau. Okay, machen wir gleich eine Pause. Aufnehmen schneller, aufnehmen schnell, machen schnell, machen schnell, machen schnell, machen schnell, machen schnell, machen. So, locker in der Hand halten, nicht festhalten, locker, beweg dein Handgelenk. So, und dann reizt du gleich nochmal Schritt. Okay. Da musst du so ein bisschen hin, der muss so emotional ein bisschen mehr auf der Höhe sein. Ne? Wenn du zulegen willst, dann musst, der galoppiert ja im Zulegen so wie im Arbeitsgalopp, ja, wenn du vorher versammelten Galopp reitest. Ne? Der muss einfach reagieren.
Teilweise macht er das schon gar nicht so verkehrt mit dem etwas kleiner Galopp. Ja, und er muss als, du musst dir wirklich vorstellen, dass du ein Flugzeug im Landeanflug unter dir hast. Okay, ich weiß, genau, wie das Gefühl so ist, wie man das dann so steuert. Ja. Wir haben den Joystick. Flugsimulator. Habt ihr doch, oder? Ihr habt doch einen Flugsimulator. Ja, in Berlin. Wir müssen hier mal hinfliegen. Und ausprobieren, wie es ist abzustürzen. Ja, klein, 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 klein. So. Das musst du einfach üben, ne? Dass der da lernt, den Rücken oben zu halten, unter sich zu galoppieren, ohne sich dann immer so auseinanderzuschieben. Immer wieder. An den äußeren Zügel dran. Denk an deine linke Hand, beweg die. Nur beim Anhalten, dass er gleich den Schädel hochreißt. Ich glaube, das ist gut. Das hat er. Gut, gut, gut. Ja. Ah! Genau diese Übergänge. Selbst wenn er noch mal so ein halber Trapptritt zwischen war, egal. Aber das. Ja? Ja. Das ist es. Da musst du hin. Deswegen darfst du gar nicht mehr so einfache Wechsel mit der kurzen Seite üben erstmal. Erstmal muss der jetzt 100 pro an deine Hilfen. Gut, tick ihn an, 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 tick ihn an. So, und dann in den Schritt. Ah, da war wieder so ein bisschen auseinandergefallen. Mach ihn links locker, gut und loslassen. So, an den äußeren Zügel ran. Gut, nimm ihn auf. Zick, zackig halten hinter dir. Ja, 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 genau da muss der durch. Ganz genau. Trotz, dass er da gerade dir fast ausgefallen ist, war aber die Reaktion in seinem Hinterbein und in seinem Rücken optimaler, ja? Ja. Locker machen in der Hand, nicht festhalten. Locker, 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 weiter, 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 da musst du durch, da muss der sich jetzt einmal anstrengen lernen. So, dass er da nicht immer wie so ein Vierschlag dann galoppiert, ne? Wenn es ein bisschen anstrengender wird. Ja, aber so muss der da erstmal hin. Okay, mal kurz kehrt links, dann rechts galopp. Fleißig, kein spanischer Schritt. Linksstellung, Linksstellung. Kleine Schritt, das ist das Gleiche. Der muss lernen. Mach nochmal, geh nochmal nach links. Sonst bleibst du mal 360 Grad in der Kurzkehrt, ja? Oder reiz mal so lange Kurzkehrt, bis der lernt, hinten sich zu bewegen und kleine Schritte zu machen. Nicht immer dieses so Wegschieben vom Hinterbein. So, dreh mal klein. Vors linke, genau, vors linke Bein, gut. Klein, vors linke Bein, so. Bleib mal drin, bleib für die Vorhand. So, voll, so, genau, genau, bleib drin, nicht schlimm, weiter, weiter drin bleiben, so, genau, und raus rein, gut, das musst du erstmal hinkriegen, ja? Ja. Gut, denk an deinen Sitz, Jana, nicht so zusammensacken, ne, Kopf wieder hoch. Kopf wieder hoch. Hallo. So, nimm den halt in dem äußeren Zügel locker, aber hast trotzdem ein bisschen rechts Druck auf dem Zügel, ne? Nicht, dass du rechts so gar nicht rankommen darfst. Und da übt es jetzt genauso Galoppschritt. Etwas mehr im Schultervorhalt. Nicht, dass er den Arsch so reinkriegt. Nimm den außen auf, locker in der Hand. Außen auf. So, tick ihn an. Außen auf, locker, so, so, so. Ja, da muss der Kraft kriegen. Da merkt man so richtig, dass ihm das so fehlt. Da, genau, die Sprünge waren jetzt besser. Und dann aber nicht zu lange in der extremen Versammlung bleiben. Immer mal wieder schnell raus, wieder versammeln. Raus und wieder versammeln. Gut. Da waren trotzdem sehr gute Sprünge. Hast du das gemerkt? Ja. So, da willst du halt hin, ja? Das ja. Musst du jetzt hin, das musst du einfach üben. So, noch einmal und dann machst du nochmal einmal Trab, ja?
Weil das ist ja auch anstrengend. Das muss ja auch nicht stundenlang üben, aber immer wieder. Der muss das einfach so drin haben auf Dauer. Versammeln, versammeln, zackig, 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 so ein bisschen kleiner. Und dann wieder raus. Machst du gleich nochmal einen Trabübergang. Gut so. Das war ein schöner Übergang. So, und jetzt ganz locker sitzen. So sieht er gut aus. Und selbst wenn er dir mal ausfällt, dann kannst du dir mal richtig ein paar geben, aber versuch trotzdem leicht zu sitzen. Versuch jetzt wieder entspannt zu sitzen. Nicht immer nur so quetschi, quetschi, weißt du? So, das ist, genau. Der ist für sich verantwortlich, nicht du. So ist der Trab gut. Jetzt reizt die nächste lange Seite nochmal eine Volte. Gut so, Jana. Und so Ecken und sowas, das musst du wohl auch schöner üben zu reiten, Jana, ja? Oh ja. Oh ja. Bahnfiguren, exakt. Gut, und wieder nach oben das Genick. Und wieder locker machen in der Hand. Locker, 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 nicht quetschen, locker. Ja, da musst du jetzt aber durchkommen. Hallo, da kannst du jetzt, ja, stell dich mal durch. So, da darfst du mal einmal sauer sein. Okay, und wieder gut sein. Prima. Ecke, 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 Ecke. Hi. So ist gut. Ist der Hitze frei? Nee, sehr gut. Okay, nochmal einmal aufmarschieren, Jana. Du bist ja einfach, dass es nicht greift. Ne? Das war so 3 Wochen so warm, da kann man sich ja daran gewöhnen. Mhm. Nochmal antraben, direkt nochmal. Komm, direkt, das musst du sofort korrigieren. Der darf nicht so, wie so ein nasser Mehlsack, einfach da 4 Reifen in den Boden und wuff. So, genau, hinten rechts. Okay, hinten links nochmal ein bisschen. Okay, nochmal antraben, kommst du noch. Genau, und wieder gut sein lassen. Der muss ziehen beim Antraben, da gibt es nichts. Sehr gut. Ausstand erst gut, hinten rechts. Gut. Und antraben. Gut, so, ja, ja, genau so. Gut, jetzt wieder gerade halten. Nicht, dass der hinten rechts an der Spur vorbeitritt. Ein Ticken Schulter vorhalten. Nochmal nächste lange Seite, erst eine Volte und dann nochmal Mittellinie. Gut, halt den oben im Genick. Gut, dann mal irgendwann auf der langen, an der langen Seite durchparieren zum Schritt und mal eine Kurzkehrt rein. Nee, machen wir gleich nochmal. Dann nochmal Kurzkehrt. Stellung rechts. Klein, vorholen, klein. Ein bisschen schneller mit deinem inneren Schenkel dran. Wieder antraben, nochmal kurz kehrt nach links. Vor den inneren Schenkel holen, aber erst muss der vor dem inneren Schenkel sein. Vor-Linksstellung, fleißig, fleißig. Fleißig und wieder antraben. Auf dem Zirkel geritten, dann nach Mittellinie. Wieder das Genick nach oben, Jana. Gut, lassen wir so stehen. Nochmal rechts. Antraben. Mach Schluss. So fand ich das jetzt ganz gut. Da trabte der eigentlich auch so schön locker. Du musst wirklich auch davon wegkommen, den zu viel zu quetschen, ja? Das ist ja auch mal gut für eine Aufgabe, aber du kannst ja nicht immer den Pferden wie so ein Terrier am Nacken sitzen und dann irgendwann geht einfach nicht mehr Terrier. Okay.
Also sieht er doch jetzt einfach gut aus. Genick nach oben. Mehr. Mehr. So, nach oben, nach oben, nach oben. Trag mal einmal leicht beim Zulegen, das muss mehr sein. Trag mal einmal leicht beim Zulegen, Diagonale. Nimm den auf, mach den klein in der Ecke, Ecke, gerade richten und dann zulegen. Jetzt. Zieh ihn mal an auf die Schulter. Und oben halten. Oben halten, oben halten, oben halten, oben halten. So, und wieder aufnehmen. Das müssen wir auch auf Dauer ein bisschen mehr üben, aber wir müssen erstmal an dem kleinen Trab üben, bevor wir den großen Trab wieder mehr üben. Ja? Doch. Gut. Lass gut sein. Ne, der muss einfach erstmal jetzt hier kleins Traben, kleines Hinterbein galoppieren und dann machen wir mal wieder mehr Mitteltrab, okay?